Einen ganz herzlichen Gruß aus dem Rathaus. Ja, an erster Stelle möchte ich heute gerne etwas zur Situation rund um Corona sagen. Die Inzidenzen sind in Herten in den letzten Tagen im Vergleich mit den anderen Städten im Kreis Recklinghausen hoch. Zurzeit gibt es aber eine Diskussion, inwieweit die Inzidenz alleine ausschlaggebend dafür sein kann, wie zukünftige Maßnahmen zu erfolgen haben. Wir werden die Entwicklung der Zahlen sehr im Auge behalten und uns auch ein Stück weit darauf vorbereiten, wenn die Zahl weiter steigen sollte. Dabei denken wir zurzeit darüber nach, mobile Impfaktionen zu planen auf Stadtteilebene. Das werden wir noch konkretisieren und auch schauen, dass wir die in absehbarer Zeit dann auch nochmal für Menschen, die sich in Herten noch einmal impfen lassen möchten, anbieten. Dabei geht es um Bürgerinnen und Bürger, die sich zum ersten Mal impfen lassen wollen, aber auch schon um die, die eine Auffrischungsimpfung benötigen. Da werden wir dann frühzeitig drüber informieren. Ja, in diesen Tagen beschäftigen wir uns hier zurzeit in den Gesprächen in unseren Teams sehr stark mit den Fragen, wie können wir Menschen, Bürgerinnen und Bürger in Zukunft stärker auch an politischen Prozessen beteiligen. Wir denken zurzeit darüber nach, wie möglicherweise ein Kinder- und Jugendparlament installiert werden könnte. Wir reden zurzeit darüber, wie ein Forum oder ein Beirat für Senioren in die Arbeit mit aufgenommen werden könnte. Das sind sehr wichtige Fragen für die Zukunft, weil wir möchten, dass die Bürgerinnen und Bürger über die modernen Medien die Möglichkeit haben, sich an den wichtigen Themen dieser Stadt zu beteiligen und auch in Entscheidungsprozesse mit einzubringen. Worüber ich mich besonders freue, dass es jetzt kurzfristig auch noch ein Programm des Landes gibt, bei dem Vereine, die am Ende des Jahres noch eine Aktion machen möchten, um ihr Vereinsleben noch einmal zu beleben. Das kann eine Veranstaltung sein für Mitglieder, das kann eine Benefits-Aktion sein, dass sie Mittel beantragen können. Und da steht hier bei uns die Kollegin Hanna Bostle zur Verfügung, wenn es dazu Fragen gibt. Ja, in diesen Tagen sind wir natürlich sehr stark weiter mit den Fragen Haushaltsplanung für das nächste Jahr beschäftigt. Wir haben viele Ideen, die finanziert werden müssen. Da bereiten wir zurzeit die ersten Zahlen vor und sind auch in den ersten Gesprächen mit Politik, um zu schauen, wie wir im nächsten Jahr und darüber hinaus die Arbeit hier in Herten gut finanzieren können. Für uns natürlich jetzt als nächstes die große Frage, die Schule beginnt bald wieder. Wie können wir die Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler gewährleisten? Auch da sind wir in intensiven Gesprächen und wir hoffen, dass der Verlauf der Corona-Pandemie so ist, dass wir auch da mit Sicherheit den Schülerinnen und Schülern, den Lehrern und Lehrerinnen und den Eltern auch sagen können, wir bekommen das so gut organisiert, dass man sich da keine Sorgen machen muss. So wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.